Was geht ab, Freunde? René von Viel FIFA an Gaming TV hier und herzlich willkommen zur ersten Folge der Serie Der Kampf um den Titel versus FIFA Gold United. Ja, meine lieben Freunde, es ist endlich soweit. Wir werden die Serie ab heute starten und wie gesagt, heute werden wir euch erstmal unsere beiden Teams zeigen. Einmal das Skill-Team und einmal das Sweat-Team und am Ende werdet ihr noch ein Spiel bzw. zwei Spiele sehen, wo ich gegen FIFA Gold United antrete. Ja, ich werde jetzt nochmal kurz erklären, so die Hauptsachen-Serie. Also, wir werden darum kämpfen, wer zuerst den Ligatitel in der Liga 1 erreicht. Pro Folge werden immer drei Spiele hochgeladen, also freitags und sonntags wird die Serie erscheinen, jeweils immer drei Spiele. Und wir haben, wie gesagt, zwei Teams, ein Sweaty-Team und ein Skill-Team, mit denen man immer abwechselnd spielen muss. Das heißt, wenn man einmal Sweaty gespielt hat, spielt man als nächstes mit dem Skill-Team. Und ich hatte mir überlegt, eventuell mal ein paar Folgen auch mit der Facecam zu machen, dann wird das Ganze bestimmt noch lustiger. Und ja, auf jedem Kanal werden dann die anderen Spiele gezeigt. Also auf unserem Kanal werdet ihr dann unsere Spiele sehen. Auf dem Kanal von FIFA Gold United werdet ihr dann deren Spiele sehen. Und da so könnt ihr dann immer verfolgen, wer die Nase vorn hat sozusagen. Und was gibt's noch? Ja, die Serie wird auf der Xbox stattfinden. Ich spiele gerade auf der Xbox, nicht auf der PS3. Und das war's dann auch erstmal. Also und ich wollte noch sagen, es haben mir viele in den Kommentaren geschrieben, ja, die Serie ist aus England geklaut, bla bla. Ja, das stimmt auch, die Idee haben wir aus England geklaut, nur das hat noch keiner in der deutschen Community bisher gemacht. Und deshalb haben wir das gedacht, bieten wir euch das mal hier auch in der deutschen Community an. Ist auch eine gute Zusammenarbeit zwischen uns und FIFA Gold United. Und dann denkt man auch, dass es eine geile Serie werden wird. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt an mit unserem Skill-Team und schauen uns jetzt mal hier den Keeper an. So, der erste Keeper. Moment, muss ich kurz die Liga einstellen. So, wen haben wir denn da? Ah, Mann, wo ist denn die scheiß Liga? Das gibt's doch wohl nicht. Weil, wenn ich jetzt alle mache, dann seht ihr auch schon direkt das Sweaty-Team und das will ich nicht. Ey, bin ich irgendwie blöd, ey. Hör doch auf. Ah, da ist sie, okay. So. Der erste Keeper, den wir hier haben, ist Szczesny. Habe ich für ihn geschieden, weil er ist ein guter Keeper, hat gute Reflexe, macht auch gute Paraden hier. Ja, deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Und ist auch nicht so viel. Ach ja, wie gesagt, die Teams dürfen beide maximal zusammen 100k kosten und mein zwar 110k, aber ich habe das mit FIFA Gold United abgesprochen und der hat gesagt, ist kein Problem, die 10k. Ja, dann beginnen wir auch direkt hier mit dem ersten Innenverteidiger, das ist Mbia. Der ist richtig gut, ist auch schnell, 76er Tempo, hat auch ein richtig gutes Stellungsspiel und drängt die Gegner weg, zeigt da mit dem Körper, was er drauf hat. Und Innenverteidiger in der Mitte könnt ihr euch natürlich denken bestimmt, das ist David Luiz, der hat ja auch schon die rote Karte. Ja, da werdet ihr sehen, was am Sonntag passieren wird, ne? Das ist ja schon alles aufgenommen worden. So, David Luiz, das ist für mich einfach, ja, das muss man nichts zu sagen. Den Namen hat fast jeder in seinem Team und der räumt da hinten gut auf. Dann auf der rechten Innenverteidigerposition habt ihr gerade schon gesehen, Kabul. Der hat auch einen 77er Antritt und der hat auch eine ziemliche Stärke, drängt die Gegner da alle weg. Der hat es richtig drauf in der Abwehr. Ja, dann kommen wir auch direkt zu unserem ersten ZDM-Spieler. Und das ist Tarrapta. Hier, der Marokkaner. Soll ein bisschen Abwechslung reinkommen in die Skill-Teams. Ich wollte jetzt kein komplettes brasilianisches Skill-Team bauen. Das machen wir mal. Marokkaner Tarrap. Der hat auf jeden Fall einen echt krassen Longshot. Und die Skills macht er auch einfach super geil. Sieht bei ihm aus. Deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten ZDM-Spieler. Das ist Ramirez. Das ist ein Spieler, der hat eine gute Geschwindigkeit von 88, arbeitet viel nach vorne, viel nach hinten. Und so einen können wir natürlich auch gebrauchen in unserem Team. Dann kommen wir auch direkt mal zum rechten Mittelfeldspieler. Dort befindet sich Hatem Ben Arfa, auch 5-Sterne-Skiller. Der ist auch schön schnell, 83er Tempo und ein guter Skiller. Seine Schüsse sind auch nicht schlecht. Dann kommen wir jetzt direkt zum linken Mittelfeldspieler. Das ist Asaidi. Auch 88er Tempo, also haben wir ein paar geile Flitzer auf der Seite, die beide 5-Sterne-Skills haben. Und Nani konnte ich mir halt nicht kaufen, weil der wäre zu teuer geworden. Dann wäre das Team über 120, 130k geworden. Und das wäre dann auch ein bisschen unfair. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch direkt zum ZOM-Spieler, auf den wir spielen lassen. Wie, es wurde gerade weggefunden. Ah, das ist Liga falsch, okay, so. Ja, wen haben wir denn wohl da? Es ist niemals anderes als die Legende aus Brasilien. Ihr werdet sicherlich schon erahnen. Und es ist Ronaldinho Gaucho hier. 352 ZOM Ronaldinho. Der muss da einfach spielen, ne? Also, der ist einfach nur traumhaft, dieser Spieler. Wird immer eine Legende bleiben. Damals seine Spiele hier bei PSG, Barcelona, AC Mailand. Da war er einfach top. Ja, und dann kommen wir auch direkt hier zu unserem ersten Stürmer, auf dem wir spielen haben. Jadson. Auch 5-Sterne-Skiller. Also, wie ihr sehen könnt, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 5-Sterne-Skiller bisher. Und jetzt kommt noch der 6. dazu, auf dem wir spielen haben. Carlos Eduardo. Der ist schnell, aber der hat trotzdem eine 9er Chemie, auch wenn er jetzt MS ist. Scheiß auf den orangenen Fuß da. Trotzdem haben alle 9er Chemie.
und der ist auch ein schneller Spieler, macht geile Skills, hat's richtig drauf. Ja, und das war's dann auch von unserem Skill-Team soweit. Hier könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Gefällt mir auf jeden Fall echt gut. Ist mal ein bisschen Abwechslung zur Let's Skill-Reihe. Da haben wir ja nur Brasilianer. Aber leider fehlt Sergio Ramos. So, dann kommen wir auch direkt zu unserem Sweaty-Team, das ich euch jetzt zeigen werde. Wir beginnen direkt mit unserem Keeper. Dort haben wir niemand anderes als René Adler. Den werde ich euch jetzt mal hier zeigen. 84er Wertung, Hechten 87. Leider sind seine Abstoße nicht so gut, aber er hat gute Reflexe von 86. Und deshalb habe ich mich letzten Endes für ihn entschieden. Manuel Neuer wäre, glaube ich, zu teuer geworden. Ja, und beginnen wir auch direkt mit der Innenverteidigung. Dort haben wir, wer ist es denn? Wir haben dort Naldo. Ja, Naldo, muss man nichts dazu sagen. Tempo von 74, gutes Stellungsspiel. Hinten geht er gut ab, auf jeden Fall. Gute Kopfballwerte. Kann gut nach vorne arbeiten bei der Ecke und. Deshalb habe ich mich für ihn entschieden. Dann beginnen wir auch direkt mit dem zweiten Innenverteidiger. Das ist Boateng. Jerome Boateng hier, 79er Wertung. Hat auch ein gutes Tempo von 75 und räumt da hinten ebenfalls gut auf. Dann auf der rechten Innenverteidigerposition haben wir Felipe Santana. Der ist auf jeden Fall meiner Meinung nach der Beste von den dreien, weil der geht echt ab. Der hat richtig gute Geschwindigkeit, kostet auch nicht so viel. Und ja, Kopfball von 84, dazu muss man nichts mehr sagen. Der geht auf jeden Fall richtig ab. Dann kommen wir auch direkt zu unserem ersten ZDM-Spieler. Und das ist Gündogan. Ja, 4-Sterne-Skiller. Ich habe natürlich ins Sweaty-Team auch ein paar Skiller mit eingebaut. Sonst wird das Ganze ein bisschen zu langweilig, wenn ich da nur rumpasse. Ein bisschen Skill muss immer dabei sein. Ja, Gündogan hier, der Türke, 84er Tempo, 4 Sterne Skills, arbeitet gut nach vorne, gut nach hinten und deshalb, ja, dribbeln 85, er hat auf jeden Fall sehr gute Werte. Und dann kommen wir auch direkt zum zweiten Verteidiger, das ist Luis Gustavo, hat leider nur 3 Sterne Skills, aber er hat gute Werte, die nach vorne tendieren und nach hinten, also geht auf jeden Fall gut ab. Abwehr sehen wir auch hier direkt 83, das heißt, er arbeitet auch sehr gut mit nach hinten, das brauchen wir auch. Wir brauchen ja nicht nur Spieler, die nur nach vorne arbeiten, sondern auch nach hinten. Ja, und jetzt kommen wir zum linken Mittelfeldspieler. Ihr werdet euch bestimmt schon denken, wer es ist. Natürlich Elia, 5-Sterne-Skiller muss sein, 91 Tempo, was soll man dazu noch sagen? Also, der ist auf jeden Fall für sein Preis-Leistungs-Verhältnis echt top. Den kann ich euch nur empfehlen, Elia, richtig gut. Dann kommen wir direkt zum rechten Mittelfeldspieler. Dort haben wir Gerda Sharkiri, 78er Gesamtwertung, gutes Tempo von 87, 4-Sterne-Skills, Dribbeln von 86, der geht auf jeden Fall gut auch ab an den Außen. Ja, dann haben wir zwei richtig gute Außenspieler hier. Dann kommen wir auch direkt zu unserem ZOM-Spieler und dort haben wir Marco Reus, Tempo von 90, 4-Sterne-Skills, super Schuss. Also der hat sich dieses Jahr echt gemacht bei dem Dortmund hier. Schuss von 84, Dribbeln 84, der geht gut ab. So, dann kommen wir auch direkt zu unserem ersten Stürmer. Dort haben wir den Neuzugang vom BVB. Es ist Aubameyang. Ich habe mich für ihn entschieden, weil ich wollte ihn unbedingt mal austesten. Ja, Aubameyang, das war der teuerste von allen Spielern. Hat, glaube ich, 24.000 Coins gekostet oder so. Weshalb das Team auch ein bisschen über die 100.000 gegangen ist. Ja, aber er hat ein Tempo von 93, also eine richtige Pace-Hure. Ja, einen Schuss hat er eigentlich auch von 75. Dribbeln ist auch ganz okay, 3-Sterne-Skills. Aber ich denke mal da vorne, dass er seine Arbeit sehr gut machen wird. Und als zweiten Sturmspitze haben wir Esswein. Ja, guckt euch das an. Vorne 90er Tempo, der hat ein richtig gutes Körperspiel, guten Schuss. Der geht auf jeden Fall gut ab. Ja, das war's dann auch von unserem Sweaty Team. Also hier viele Spieler mit über 90er Tempo-Wertung hier. Aubameyang, Esswein, Reus, Elia. Ja, das war's dann von unserem Sweaty Team, Freunde. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir auch direkt zu den Spielen gegen FIFA Gold United. So, hier haben wir auch direkt deren Team mit Robinho, Bosufa, Tarab, Belhanda, Ben Arfa und in der Sturmspitze Alexandre Pato. Also auch ein richtig geiles Skiller-Team. Dann wollen wir mal gar nicht lange warten und direkt mit diesem Top-Spiel anfangen. Wir mit der ersten Aktion über Asaidi, den Marokkaner. Der macht einen fancy Fake-Shot wie der marokkanische Ziege hier. Dann ein Scoop-Turn und dann der direkte Schussversuch. Aber der Keeper kann den Ball blockieren. Die Situation ist noch nicht entschärft. Asaidi holt sich den Ball zurück. Mit der Ziege hier geht er rein und dann verliert er kurz den Ball, holt ihn sich zurück. Reverse Elastico, Rabona Fake, Schussfinte. Jetzt hier wieder mit dem Reverse Elastico. Doch der Keeper hier wieder mit einem wunderschönen Reflex. Weiter geht's über Judson. Scoop-Turn, Ballroll fliegt durch zwei Mann. Hat er die vernascht. Jetzt der Schussversuch, doch der geht eher in Richtung Eckfahne. 21. Minute, wieder Judson am Ball. Dragback-Fake durch zwei Mann, wie er die einfach genommen hat. Jetzt Übersteiger, zieht hier wieder rein und dann mit dem Schussversuch. Was hat der Keeper denn bitte schön heute gegessen, dass er solche Paraden abliefert? Jetzt der Gegner mit der ersten Aktion über Belhanda. Doch der geht eher Richtung Eckfahne. Weiter geht's jetzt hier über Adil Tarab. Der spielt weiter auf Alexandre Pato, den brasilianischen Lockenkopf hier mit dem Seitfallzieher. Doch unser Keeper kann den Ball nochmal zur Ecke blockieren. Jetzt in der 40. Minute, wieder Pato am Ball. Das gleiche Spiel wie eben. Jetzt aber trifft er hier die Latte. Meine Güte, das wäre ein richtig geiles Tor geworden. Der geht Schlag auf Schlag mit den Chancen. Zweite Halbzeit. Judson geht hier einfach am Keeper vorbei, als wäre es nichts.
unterwegs, scoopt den Ball hier rüber auf Ronaldinho. Doch der kommt leider nicht zum Kopfball dran. Asaidi mit dem Scoop, ein Schussversuch. Aber am Keeper ist dort echt kein Vorbeikommen. Jetzt Eduardo mit dem Schussversuch, doch der geht immer höher und höher. Jetzt Robinho, scoopt hören, Berberspin, Roulette durch die Beine an Ronaldinho. Der kann sich einfach vergraben gehen. Adel Tarabt, Elastico Chop, scoopt hören, geht hier auf den nächsten zu mit dem Roulette. Schussfinte, Dragback Fake, macht hier eine schöne Skill-Kombo. Jetzt weiter auf Robinho. Der probiert zwar mit der Rabona-Flanke, doch die wird von uns abgeblockt. In der 90. nochmal der Gegner über Peluso. Peluso mit dem Schuss und der geht fast rein. Meine Güte, in der 90. Das wäre ein geiles Ding hier geworden. Wir haben die Partie als unentschieden gewertet, da wir nochmal eine zweite Partie starten wollten. Die geht auch direkt los. Wir mit der ersten Aktion über Ronaldinho Gaucho. Der macht hier den Scoop-Turn. Zieht rein mit dem Berberspin. Wieder Scoop-Turn. Jetzt der Megidi-Spin. Chop. Rivers Elastico. Golasso. Ronaldinho nimmt einfach alle komplett auseinander und verwandelt das Ding in rechts am Keeper vorbei. Megidi-Spin. Chop. Rivers Elastico. Und da sitzt das Ding zum 1:0. Weiter in der 51. Minute. Pato mit dem Schussversuch. Doch unser Keeper ist hellwach. Jetzt in der 56. Carlos Eduardo Rabona-Fake. Geht hier mal durch zwei Mann durch. Probiert es jetzt mit der Flanke. Doch die wird abgeblockt. Jetzt wird die Ecke ausgeführt. Und Carlos Eduardo, was macht er denn da? Elastico Chop durch zwei Mann. Jetzt fliegt er sich den Ball hoch und der Vorteil wird abgepfiffen. Aber der Freistoß ging meilenweit übers Tor. Jetzt in der 65. Minute. Carlos Eduardo mit einer wundervollen Umdrehung hier. Der muss ja jetzt nur noch querlegen mit der Rabona-Flanke auf Asaidi. Flugkopfball und Golasso zum 2:0. Asaidi macht das Ding in hier sicher. Aber in der 83. Minute haben wir nochmal Boussoufa. Der zieht rein. Rainbow Flick und dann der direkte Volley wird abgeblockt. Jetzt mit der Hacke und Tarab macht hier das Ding zum 1:2. Ist da etwa noch das 2:2 drin? Wir werden sehen. In der 90. Minute haben wir noch Belhanda. Roulette, der hämmert drauf. Das gibt's doch wohl nicht. Da ist das 2:2 in der 90. Minute. Jetzt in der Verlängerung haben wir Boussoufa. Rainbow Flick und der direkte Volley zum 3:2. Das gibt es doch wohl nicht. So schnell hat sich das Spiel gedreht. Von 2:0 auf 3:2. Aber in der 105. Minute nochmal Ben Arfa mit dem Reverse Elastico Tunnel. Was war das für ein Tunnel? Die Flanke. Wo landet die denn da? Auf irgendeinen Dickschädel. Tarab mit dem Kopfballversuch. Und da ist das Spiel auch vorbei, Freunde. Wir verlieren das zweite Spiel mit 3:2. Waren zwei richtig geile Spiele. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf dem Kanal von FIFA Golds United findet ihr direkt nochmal das dritte Spiel und das Sweaty Team von FIFA Golds United. Die stellen auch nochmal beide ihre Teams vor. Ja, das wollte ich dann gesagt haben in der Beschreibung. Wie gesagt, der Link und am Ende des Videos werde ich das Ganze nochmal anhängen. Das war's dann von der Folge. Sonntag geht's mit den ersten drei Spielen los. Ich freue mich schon. Ihr hoffentlich auch. Wenn ja, lasst es mich mit dem Like wissen. Bis dann. Haut rein und ciao.